Wir machen Melodic Techno. Er ist Kontrabassist, ich bin ausgebildeter Tänzer. Und wir kennen uns schon seit längerem. Und letztes Jahr hat sich ergeben, dass wir irgendwie gemeinsam auf die Idee gekommen sind, Musik und Tanz zu kombinieren. Und primär aber jetzt erstmal bei der Musik geblieben sind. Und ich glaube, uns steht noch alles offen. Also wir haben einfach Spaß dran, zu improvisieren vor allem. Das ist unser Konzept. Und mit der Zeit auch immer mehr den Tanz auch mit einzubinden. Dass es quasi am Ende halt eine richtige, wie nennt man das, ein Konzert oder Performance wird. Eine Show. Genau, also Melodic Techno bedeutet für uns, dass es halt nicht nur um die Drums geht oder um dass man das als erstes sich vorstellt, wenn man Techno hört, das sind ja eher so dunkle Bunkerräume, laute Kicks, alles vernebelt, alles dunkel. Und ich hatte halt die Vorstellung und auch irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr Emotionen reinbringen möchte in tanzbare Musik. Und da ich selber Kontrabass spiele, das erstmal ein Bassinstrument ist, man damit Basslines spielen kann, die beim Techno essentiell sind, aber auch in die Höhen gehen kann, da der Kontrabass eine unfassbare Range eigentlich besitzt, aufgrund der langen Saiten. Und da ich auch nicht nur zupfe, sage ich jetzt mal, sondern mit dem Bogen streiche, kann ich ganz andere Sounds erzeugen als vielleicht einen E-Bass. Und dadurch halt auch Emotionen mehr rüberbringen, weil also mir ist es sehr wichtig, dass Leute nicht nur tanzen, sondern auch was dabei spüren, wenn sie sich bewegen. Ich kann dazu eigentlich gar nicht viel addieren, das hast du gerade schon sehr gut gesagt. Ich glaube nur, um das also nochmal zusammenzufassen, für uns beide ist es halt auch alles noch relativ neu. Also ich habe damals neben dem Tanzstudium einfach nur hobbymäßig aufgelegt mit so einem kleinen Controller und das war wirklich nur Hobby und ich glaube, dann kam Jon und hat einfach die Idee gebracht, hey, lass doch mal zusammen irgendwas probieren. Und ab dem Moment war klar, das passt. Also weil wir haben, glaube ich, immer sehr viel Spaß darin, uns zu zeigen, auf einer Bühne zu stehen, weil wir haben das einfach nicht anders gelernt in der Schule und in der Ausbildung. Und ja. Also zum einen haben wir natürlich Tracks, die wir natürlich zusammen gemacht haben, dran gearbeitet haben, produziert haben. Und die legen wir ab und zu immer mal auf. Also jedes Set ist auch immer anders eigentlich bei jeder Show. Dazu haben wir einmal die fertigen Tracks, die wir trotzdem immer wieder anders auflegen. Und dazu kommen dann noch Improvisationsparts. Bei denen haben wir keine fertig produzierten Tracks, bei denen haben wir meistens nur so ein paar Soundgroups, bei denen vor allem primär Jon den Freiraum hat und den Space, sich auszutoben und abzugehen mit seinem Kontrabass, mit den verschiedensten Effekten. Dazu kannst du aber, glaube ich, auch noch mal mehr erzählen. Ja, genau. Also ich improvisiere primär. Also es gibt kein Skript, was ich jetzt spiele, was ich heute spiele oder was ich im nächsten Gig spiele. Es gibt natürlich Tonarten, die sind festgesetzt, aber sonst bewege ich mich immer frei, auch mit den Effekten, auch was für Synthesizer ich quasi mit meinem Bass ansteuere. Das kann von Gig zu Gig wechseln, wie ich mich halt gerade fühle. Und aber auch, wie das Publikum eben abgeht. Also bei manchen Gigs fällt uns halt auf, okay, die Crowd, die mag es ein bisschen härter vielleicht, härtere Kicks und auch ein bisschen schneller. Dann können wir halt ganz schnell einfach peu à peu auch die Tracks schneller machen. Und das spürt man, wenn man einen Track zum Beispiel spielt am Anfang und die Leute gehen total ab, dann gucken wir uns an und sind uns ziemlich bewusst, dass wir vielleicht mit diesem Track, also mit dieser Art von Track mehr Spaß haben werden. Und dann ändern wir die Tracks, die darauf kommen vielleicht und bauen die mehr in diese Richtung auf. Also, uns wurde empfohlen, hier einfach zu spielen, weil das eine super Möglichkeit ist, einfach auch gesehen zu werden vielleicht auch, weil wir gerade noch am Anfang stehen und die Angebote von Local Heroes sind ja auch vor allem mehr Exposure zu bekommen. Und das hat uns erstmal sehr gereizt. Das Ganze ist, also die ganze Idee dahinter hat mir persönlich auch sehr gefallen, dass es nicht irgendwie so eine Massenabfertigung ist auch von Musikern, die nacheinander einfach spielen und dann durch Runden geschickt werden,
sondern dass es halt auch mit Liebe gemacht ist. Also die Soundchecks heute, wir hatten genug Zeit, um alles auszuprobieren, was hier geht mit der Anlage. Und das ist nicht überall wahrscheinlich möglich auch, wegen Zeit, aber auch nicht irgendwie bedacht. Und hier wird alles bedacht. Es gibt hier ein super Catering und das ist echt super angenehm, einfach hier zu sein. Und die Sachen, die wir davon gehört haben, haben sich bis jetzt nur bestätigt. Cooles Zusammenspiel. Auch ein bisschen Tanz mit dem anderen DJ. Also den Jon wird dann zwischendurch auch mal ein bisschen auflegen und ich werde tanzen. Und es wird so eine gute, ja, wie sagt man, ein gutes Gesamtpaket aus Spaß, Performance und ein bisschen Tanz. Genau. Also wir sind Flat. Das ist Jon. Ich bin Leon. Bitte. Ja, das war's, glaube ich.